Oh Gott, die Spinne! Spiders, punch them for massive damage. Ich glaube, ich habe die gerade fehlplatziert, die Tentakel. Meine waren noch nicht wieder ready. Du hast sie liegen nicht weit genug auseinander. Also ein Einwurf am Rande. Die dicke Bertha ist doch eigentlich eine Waffe, oder? Ja. Ja. Hier ist ein Jack, der heißt die dicke Bertha. Dicke Bertha ist ja war die dicke eine Bertha Zugkanone, war ein Panzer, ne? Oder? Nee, das war eine Zugkanone. Also hier oder ist ein so. Jack, der nennt sich die dicke Bertha. Merkwürdig. Mysteriös. Eine Artillerie. Noch schnell den Feuerregen oben gelassen. Hänge ich an der Ecke fest. Eigentlich hätte ich ja mal einen Seelenbrunnen stellen können, ne? Ja, das wäre vielleicht meine Idee. Ich habe immer noch keine Gesundheitssteine von dir heute bekommen. Ja, ich könnte mir mal selber einen Seelenstein geben, weil ich egoistisch bin. Mr. Green! Die beiden sind sogar Stunny Moon. Ja, sie sind halt groß und dick. Muss nichts heißen. Die großen geschmolzenen Riesen, die im Feuerlande am Eingang stehen, die kann man auch deathgrippen. Ja gut, stell dir mal. Also ich finde es ja eher recht blöd, die einen geschmolzenen Riesen zu deathgrippen. Ich meine, da fällt ein riesiges... Ja... Magma, Gestein, Viech fliegt auf dich zu und knallt dir voll ins Gesicht. Ach komm. Der Boss, der geht einem so auf den Sack. Ist das nämlich Gerstin? Stoff, Crap. Ui, ein schöner Gürtel für mich. Was ist in dem Beutel drin? Ein Gürtel. Ich tausche einen Crit gegen ein Tempo. Lohnt sich. Machen wir noch eine Ini oder? Ja, noch eine Ini. Ich will eine neue Ini. Ja, in der Hoffnung, dass mal Anka hält oder was war das andere? Traktaron. Achso. Gundrak sind wir noch ein bisschen zu klein für. Gundrak kommen wir erst, glaube ich, ab 75 wirklich rein. Traktaron, sehr schön, da gibt's eine Menge Quests. Auch wenn man beim zweiten Boss gern mal die Quest vergisst. Ja, ja, das Tuch da rein tun. Mhm. Ne? Diese Scheißquest. Oh, Armschienen. Oh, gibt's Piece of Candy. Gibt es denn wenigstens Intelligenz-Armschienen? Nein, nur für Stoff.
Was machen wir denn? Ich will euch heimleuchten! Ich will aus Mana, Mana spüren. Ja, ja, der gute alte Müllhaus. Müllhaus mit Ü. Klar, dass wir nicht am Wochenende, an dem Wochenende aufnehmen konnten, als Zeitwanderung war. Ja, wir könnten mit dem Level sowieso maximal BC-Zeitwanderungen machen. War ja auch BC. Ja. Da steht jemand in der Hütte, glaube ich. Den würde ich grundsätzlich nicht heilen. Die Idee ist schon selber schon, dass ihr den Arsch aus den Pfützen rausbewegen. Hey, ich will meine Heilung hochfliegen. Das ist so eine Krankheit, die ich seit Heroes of the Storm habe. Oh ja, oh ja. Die hast du. So, jetzt haben wir ein paar Funken aufgebaut. Jetzt gibt's ein paar Klatsche hier. Immer schön fröhlich Mobs klatschen. Komm, pull den ganzen Raum hier in den Gang. Raum pullen ist kein Problem. Ich habe nur gerade mal geguckt, wo meine, wo mein großer Baum ist. Okay, da müssen wir. Ah. Autsch. Okay. Ups. Warum greifen die mich eigentlich an? Keine Ahnung, also Aggro müsste ich mehr als genug gehabt haben. Ich nehme mal die Beine in die Hand. Oh Gott, 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 oh Gott. Also wenn ich da die Agro nicht hatte, dann weiß ich auch nicht. Ich habe da so viel AE reingeballert. So, Inni-Eingang ist da hinten. Todesursache. Schlag, Schlag, Schlag. Du bringst da was mit. Also ich wurde geschlagen. Nein. Ich wurde vom Ghoul-Peiniger geschlagen, von fleischfressenden Ghoul, von anderen Ghoul-Peiniger und ich habe Gallenlache abbekommen. Ja! Boah, ich bin rausgekommen, yes! Oh Gott. Muss ich nur warten, bis sie wieder zurückkommen, dann kann ich Seelenstein nutzen und essen. Nein, ich bin jetzt echt außerhalb der Indie verrecht. Finsterer Handel. Ich hätte besser essen können. Weil. Obwohl, ach, da ist ja nicht weit weg hier, der Indie-Eingang. Alles wird gut. Ich habe erst der Indie geportet und bin außerhalb der Indie verreckt. Wie bitter ist das denn? Du schaffst es aber immer wieder, Grisi. Ganz ehrlich. Schämlich, man stirbt nicht als Hexe. Was? Man stirbt nicht als Hexe. Die ganze Gruppe kann verrecken, aber du nicht. Ja, ich bin auch gleich wieder gestanden, aber. Na. Da hab ich noch so gedacht, yes, ich hab's geschafft und dann. Putz, tot. Ernsthaft? Ich bin wahrscheinlich gesprungen, bin gestorben und dann durchs Portal gefallen. Eine Erschütterung der Matrix. Beim nächsten Mal dran denken, dass man die nicht in die Gruppe tankt. Weil die machen AE. Ich kann die auch nicht verbannen, das sind keine Inventare, Kiki. Aber für mich das nächste Mal hier wäre eine Gelassenheit wahrscheinlich am besten gewesen. Anstatt der Baum. Kannst ja beides auf einmal ziehen.
Die Baumgelassenheit. Und weißt du, wie das reinzieht? Gelassenheit zusammen mit Baum? Ja, wuchtet halt. Da heißt ja alles weg. Trollgrind? Hey, das Schwert. Er hat das fette Schwert gedroppt. Was ich damals auch gekriegt habe, als ich das erste Mal hier reingegangen bin. Apropos, ich muss ja noch ein Level 75 Talent mal mitnehmen. Das fällt dir auch früh ein. Ja, ich bin erst bei 7%, also das geht noch. Was nehme ich denn da? Mir ging es mit Level 100 Talent damals. Ja, ich nehme mal göttliche Bestimmung, hatte ich als Tank bisher noch nicht. Einfach mal probieren, wie gut das funktioniert. Gleich mal in die Feuerprobe. Achte Welle. Oh, ich könnte vielleicht noch ein Level 100 Talent skillen. Ja. Die haben nur Talente, fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Vom Paladin meinst du jetzt, oder wie? Ja. Ja. Entweder sie waren nervig, wie das Siegel wechselt dich an Talent, oder ja, unspektakulär. Oder sie haben diese tolle Inquisition wieder reingebracht mit Infolibauer diesmal. Ich hasse Inquisition. Immer noch. Vermisse ich auch nicht. Manchmal muss er seine Gruppe zum Glück zwingen und den Boss angreifen. Ich wollte bloß warten, bis alle da sind. Es sind alle da. Wo ist der Druide? Joe, Schnetz. Ja, die Kuppel tut weh. Jo. Ich dachte, ich könnte abkürzen. Ui. Verlangsamt ja, ne? Hm. Immer schön außen rum gehen. Geh weiter, Dios. Ich bin Fan von Offroad. Ich hab einen Spielkameraden nicht mehr. So, nicht vergessen den Stoff mit dem Ding, mit dem Tuch zu machen. Bevor es wieder irgendjemand vergisst hier. So, als nächstes König Dreckzahn. Ja. Oh, mein Wichtel ist schon wieder verreckt. Ich glaube, ich weiß, zu welchem Talent du auf Level 75 tendieren wirst. Echt? Ich weiß es noch nicht. Nee, Spaß. Bessere Diener oder was?